Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit Nameless und mit euch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tag 36, ein Tag nach der Hordenacht, nach der chaotischen Hordenacht. Lass ich es mir erstmal gut gehen. Ich farm gerade ein bisschen. Mein Plan für heute ist Aufbruch, Quest abgeben. Und dank eurer Hilfe, herzlichen Dank für die Kommis an der Stelle, weiß ich jetzt auch, dass ich im Osten das Schneegebiet finde. Und mein ganz großer Wunsch hier in dieser Apokalypse ist natürlich, dass wir uns den Schmusi herstellen. Das heißt, wir gehen Schnee farmen. Wir werden wahrscheinlich heute ankommen im Schneegebiet. Und dann suchen wir uns ein Gebäude. Und dann machen wir morgen eine schöne, gemütliche Nachtrunde im Schneebiom. Heidelbeeren. Auf dem Weg zum dritten Händler habe ich einen Hinweis in den Kommis gelesen. War, glaube ich, ein Garten. Ich gucke mal, ob ich den heute finden kann. Yucca-Früchte haben wir. Und wenn alles klappt, kriegen wir zum Bergfest unsere Beete. Und das wäre schon ein Wunsch. Ich bin jetzt hier übrigens gerade dabei, Nitrat zu farmen und ein bisschen Lehm, sodass wir schon mal die Beete durchlaufen lassen können. Wir haben so für 17 Beete etwa verdorbenes Fleisch zu Hause. Was ich auch noch gelesen habe, ist mir aber auch schon selber aufgefallen tatsächlich. Wir haben ja die Möglichkeit, Kleber herzustellen aus Supermaiskolben. Und wir machen uns da natürlich auch ein Feld. Kamen ganz viele Hinweise von euch, macht doch mit Supermais und so. Machen wir uns ein schönes Feld auf die Feuerwacht. Ne? So, wir brauchen etwa 300 Nitrat. Ich nehme jetzt gerade mal noch zwei Blöcke mehr mit. Ja, das machen wir jetzt. Dann lassen wir die schon mal durchlaufen gleich. In der Zeit mache ich unseren Brückenpfosten. Den muss ich nochmal neu setzen und dann brechen wir auch schon auf. Ne? Ja komm, mach noch einen Block. Das reicht dann. Und dann muss ich oben noch Lehm. Ich glaube 1300 Lehm rum müsste ich noch kurz zusammenfarmen. Aber da habe ich schon ganz, ganz viel. Lass mich mal kurz gucken. Und den Level-Up, der war wichtig, weil ich möchte auf jeden Fall, das machen wir jetzt auch mal zusammen, hier in dem Bereich, das war einer unserer Träumeschäume, wollten wir die Donnerbüchse 1 aufwerten. Bamsle. Jetzt habe ich noch zwei Punkte und die werde ich wahrscheinlich hier erstmal vom Landleben investieren, weil dann kann ich hier nämlich tatsächlich die Beeren- und Gemüsefertigkeit steigern. Dann sollten wir aber warten, weil ich muss hier zwei Punkte investieren und hier noch einen dritten. Ja, und dann kann ich nämlich mit weniger Kosten. Da mache ich jetzt die Beete nicht, sondern erst wenn wir zurück sind, aber die Mats habe ich schon mal gefahren. Sehr cool, gut, dass ich das jetzt noch gelesen habe. So, und damit haben wir dann auch wieder ein paar Hinweise von euch mit verbastelt. Habe ich ja gesagt, wenn es sich ergibt und es zu meiner Spielweise passt, nehme ich es mit rein. Und an der Stelle haben wir jetzt wieder eine Handvoll Zeugs aus euren Reihen, die ich hier mit reinwachsen lasse, mit reinfließen lasse. Jetzt höre ich nicht auf zu farmen, gell? Ich wollte eigentlich los. Ich brauche aber trotzdem um die 1300 Lehm, falls ich mich nochmal umentscheide. Das geht ja bei mir recht schnell. Okay, komme ich da nochmal hoch? Da war vorhin ein wunderschöner Weg nach oben. Ich bin wohl schon länger hier heute. Nee, hier läuft's. So, ein bisschen futtern muss ich. Ich habe mir auch schon mal Fleisch abgekocht. Lass mal ein ganz kleines bisschen hier auf Vordermann gehen. Und jetzt nehmen wir uns da einfach noch ein bisschen Lehm weg. Sehr schön. Dann sehen wir heute das Schneebiom. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Und wenn ich die Quest abgebe, wird der Pfad zum nächsten Händler frei. Mit ganz viel Glück. Also wenn wirklich alles... Gerade gar nicht am Flieger gehört. Wenn alles auf unserer Seite ist, werden wir heute die Tier 4 Quests freischalten und der Händler, zu dem er uns führt, ist im Schneebiom, weißt du? So. Aber jetzt schauen wir mal. Wenn nicht, machen wir uns. Wir sind ja unseres Glückes Schmied. 1300 habe ich gesagt. Dann mache ich das jetzt noch fertig. Dann flitzen wir kurz nach Hause. Dann kann ich das restliche Fleisch auch rausholen und dann gehen wir erstmal verkaufen. Und zwar würde ich sagen, beim mittleren Händler und beim ganz östlichen. Unseren lasse ich heute mal in Ruhe. Das reicht mir, was wir jetzt haben, ne? So, schwuppdubidubabdu. Schwuppdubidubabdu. Wo fährst du hin, Digga? Du wohnst hier drüben. Sogar die kleinen Reisen mache ich jetzt schon mit Motorrädle. Ah, und wenn wir zurück sind, wahrscheinlich läuft es darauf raus, dass wir zur Bergfest-Folge auch wieder daheim sind. Dann werden wir uns sofort um die Falle kümmern. Aufwerten, neuer Laufweg hinstellen und so weiter, dass wir nicht wieder so knapp hinten dran sind, weißt du? Und hier habe ich jetzt mal alles reingeräumt, was wir heute verchecken. Die teuren Sachen, so sage ich mal hier, das da zum Beispiel habe ich repariert, das bringt ja dann doch 700 Gold, weißt du? Oder Münzis. So, meine Lieben, dann essen wir nochmal so Fleischle. Fup. Ich packe das jetzt, was ich an Gartenmaterial brauche. Ich glaube, wir müssten auch noch ein bisschen Holz farmen. Packe ich jetzt mal hier rüber. Das wäre dann später Lehm, Nitrat und es wäre unser Gammelfleisch. Das frage ich dann auch nochmal hier rüber. Dann haben wir das schon mal zusammen. Das bringe ich jetzt gleich hoch. Dann wollte ich mitnehmen die zwei Fleisch noch. Frage, muss ich mal ganz kurz was gucken. Rezepte. Pilzsporen, ne? Den muss ich dann auch noch vom Land leben. Ne? Also das will ich auch haben. Wir haben nämlich tatsächlich
später auch mal Bedarf an Pilzen und ich muss mich nur ab und zu auch mal um die hier kümmern. Weißt du? Die wachsen nämlich hier wunderschön nach in unserem Schimmelglo. Also, dann würde ich sagen, das nehme ich jetzt mit, was ich habe. Ein bisschen Muni haben wir einstecken. Die drei Sachen bringe ich hoch. Da habe ich ein bisschen was dabei, falls die nächtliche Lootrunde übel wird. Ey, und sobald die Vierer-Quests freigeschalten sind, können wir hier weitermachen, weil wir haben das Wasserwerk in der Siedlung und die Ölraffinerie, wenn ich es richtig weiß. Das wird auch nochmal ein Spaß. Jo, das kann hier rein. Die Rohstoffe habe ich eigentlich immer. Wieso habe ich denn da? Jetzt habe ich das schon wieder alles durchkauen. Wahrscheinlich. So, aber jetzt machen wir da nicht lang rum. Problem ist, ich brauche eigentlich noch ein paar Rebars. Ein paar Rebar-Frames. Wie viel könnt ihr denn machen? Nee, das ist zu viel. Machen wir 60 Stück. 60 Stück. Läuft durch. Braucht eine Minute 22. Brennstoff haben wir mehr als genug drin. Alles klärle, manerle. So, meine Lieben, pass auf. Dann brauche ich einmal mal Reparaturgeschichtle. Dann brauchen wir auf jeden Fall den zum Aufwerten. Ja, freue ich mich auch schon drauf hier, ne? Draußen sind aber noch Rebar-Frames. Ich fange einfach schon mal an mit Auf- und Abbauen. Das würde ich gerne machen. Dann kann die Brücke schon mal trocknen, bis wir wieder daheim sind, weißt du? Lumlilum. Und da haben wir ja gestern festgestellt, dass wir hier. Ist jetzt die Frage, wenn ich das hier hinsetze. Ich muss mir das mal kurz angucken. Die darf ja dann da schon aufsitzen, oder? Würde ich sagen. Jetzt warst du zu schnell. So. So. Wenn ich die so hinbaue, dann sitzt es da auf. Das finde ich okay. Das finde ich okay. Ich gucke mir das gerade mal kurz von unten an. Ja, dann sitzt es da auf. Das ist super. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich zwei. Wir müssen es ja auch rüberziehen noch. Das machen wir jetzt aber nicht heute. Ja. Dann machen wir das so. Und dann bin ich doch schon zufrieden und happy und glücklich und alles zusammen. Zarwüppel. Ich nehme nicht an, dass sie uns dann einstürzt. Den setzen wir dann hier hin. Und. Ah ja, jetzt pass auf, jetzt kann ich doch normalerweise ihmchen hier wieder wegmachen, ne? Kriege ich den oberen auch noch? Ne. So, einmal kurz runtergefahren wie ein Profi. Dann können wir hier weitermachen. Dann muss ich nur den einen dann noch abnehmen. Ich hoffe, das ballert sich jetzt hier nicht zu. Ich nehme an, ich mache von hier hier. Und dann sollte das normalerweise. Nicht draufschlagen, Digga. Hey, manchmal. Doch, ich habe ihn gekriegt, gell? So, siehst du? Die anderen können wir dann für die weitere Bauweise hier nehmen. Was? So. Da kriegen wir nämlich jetzt auch nochmal ein paar Punkte und machen müssen wir es irgendwann. Und ich nehme das jetzt immer, was ist so die großen Bauvorhaben, die ich habe, die nehme ich immer so stücklesweise mit rein. Dann wird es uns nicht langweilig, habe ich mir so überlegt. Ah, du kriegst sogar die Brücke von hier unten auf. Ich hoffe, keiner der Zombies ist so gescheit. So, Leute. Das werten wir jetzt noch auf. Das gibt gut Punkte. Das kann ja dann alles weg, ne? Ja, das kann ja gar nicht passieren, weil die Brücke sitzt ja hier. Krasse Geschichte, das Teil. Ich habe das damals schon gemacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Kommt noch eine zweite drüben hin, dann zur Horde fallen. Ne? Es wird also schon knuffig. So, damit hätte ich den Pfeiler aufgesetzt. Dann können wir mal gucken, wie weit ich da hochkomme. Gib uns Punkte, wir brauchen viel. Ah, guck mal, der kommt von unten bis ganz ran. Wenn das dann nachher alles mal aus einem Guss ist. Stahlgerüstblock. Ach, weißt du was? Das ist, weil der kaputt ist, ne? Deswegen konnte ich den jetzt. Ich musste erst den Stahlgerüstblock reparieren und dann, naja. Und die Mats hatte ich nicht. Gerade überlegt, was geht? Warum macht er nicht mehr mit? So. Ich muss ganz ehrlich sagen.
das Aufwerten macht mir auch riesen Spaß. Was ich natürlich morgen, also wenn wir Mittwoch zurück sind, nicht morgen, an der Falle drüben die Treppe wegschlagen. Das werde ich wahrscheinlich vor der Folge entsprechend machen, weil das ist eine Sauarbeit noch. Und ich habe die Skills noch nicht für die besseren Werkzeuge, glaube ich. Sollte man vielleicht auch mal einen Punkt reinsetzen. So, guck dir's an. Haben wir das schon erledigt? So sieht das ganze Ding dann aus. Hier müssen wir noch ein bisschen ran. Und dann haben wir hier einen wunderschönen Übergang und hier kann ich später auch durchfahren. So weit sind wir schon. Guck dir das an, da können wir jetzt aufbrechen. Das war mir wichtig, dass wir das heute machen. Wenn ich zurück bin, will ich nämlich sehen, wie das aussieht. So, dann würde ich... Warte mal geschwind. Ich nehme mir mal noch ein gutes Essen. Zumindest hier. Das hier können wir vielleicht noch kurz zweimal reinfuttern. So. Nehmen wir mit. Ich freue mich jetzt sogar auf die Runde heute Nacht, wenn wir looten gehen. Ich nehme allerdings jetzt hier nicht die volle... Ach so, warte mal geschwind. Die Pumpkin wollte man doch eigentlich auch, weil die einzuweihen wäre natürlich das absolute Träumle. Ich bräuchte 45 geschmiedeter Stahl. Hätte ich? Warte mal geschwind, spaßhalber. 45 geschmiedeter Stahl. Die ist teuer, gell? Aber 15 Schrotflintenteile. Hm. 14. 14 Schrotflintenteile. Unser Händler hatte doch noch welche, gell? Komm mal her, pass mal auf. Das machen wir jetzt vielleicht gerade. 9 Klebeband sollten da sein. Tatsächlich. Ja, dann habe ich halt 10 eingesteckt. Weiter geht's. 9 Schraubenfedern. Ist das der Hammer? So, warte mal auf. Das haben wir. Kunststoff 60. Das müssten wir eigentlich auch haben. Jo. Warte mal, das muss ich anders machen. Ja, die kann ich ja mal so liegen lassen. Den Rest nehme ich dann raus. Das heißt, wir haben jetzt alles bis auf ein Schrotflintenteil. Alter! Dann gehen wir kurz zu unserem Handy, komm. Das kaufen wir kurz. Wann war denn eigentlich Händler? Reset weiß ich gar nicht. Ey, das lassen wir uns jetzt nicht entgehen. Dann gehen wir mit der Pumpkin heute. Auf jeden Fall. Wo hast du das Moped abgestellt? Hier vorne. Fetz mal kurz rüber. Ja, wie gesagt, ich will auf dem Weg zu den anderen zwei Händlern noch mein Zeug loswerden. Und den, die eine Stelle abschauen nach den Blaubeeren für den Garten. Und dann eventuell halt im Schneebiom vielleicht eine Siedlung noch finden. Wenn nicht, nehmen wir uns da irgendein Gebäude für die Nacht. Ne? Das werden wir schon hinkriegen. So, das ist jetzt wichtig, dass wir das aber noch erledigen. Ich sehe nämlich gerade, es ist schon 15.25 Uhr, wie die Zeit mal wieder flitzt. Wahnsinn, Wahnsinn. Jo. Lieber Handy mein, ich freue mich, dich zu sehen. So, das haben wir auch geschnabuliert. Ich hätte natürlich dem jetzt doch was verkaufen können. Servusle. Darf ich dein Inventar sehen? Hahaha. Rotflintenteile. Ach, super. Toll, ich habe das Geld vergessen. Zum Glück hatte ich alles im Motorrad, musste ich nicht so weit laufen. Ich habe jetzt natürlich auch gleich ein paar Sachen raus, kurz im Verkaufen. Ne? Jetzt holen wir uns aber erstmal das eine Schrotflintenteil, das uns noch fehlt. Fup. Fup. Perfekt. Freue ich mich sehr. Dann gehen wir die nämlich jetzt gleich bauen. Und dann habe ich für den Kollege... Aber den waren wir offensichtlich schon. Die hat er gewollt. Das habe ich dreifach und vierfach. Die da kann er auch nehmen. Das will er nicht mehr. Das nimmt er noch. Die Schaufel darf ich nicht verkaufen. Doch, aber ich müsste sie erstmal demodden. Hab ich schon wieder vergessen. Verändern. Bam, bam. Andere Frage. Ach, das ist gar keine Schaufel hier unten. Ich wieder live. Nee, war schon alles richtig. Du, da. Gott sei Dank habe ich es aber nicht verkauft. So. Das war es, glaube ich, in groben Zügen. Wenn er den Rest nicht will, sei Bier. Tschüss, Digga. Mach's gut. Halt, Reset-Time kurz angucken. Reset-Time ist morgen. Oh, super, dann können wir auf dem Rückweg vom Schneebiom die Händler wieder abfahren, gucken, gibt es Rezepte, die wir haben wollen, gibt es irgendwas, haben wir überhaupt Geld? So, Leute, dann haue ich jetzt die Pumpkin noch rein. Ich würde auch warten, bis die durchgelaufen ist. Vielleicht fange ich schon mal an, die Treppe wegschlagen in der Zeit, dass wir einen Anfang haben. Jetzt geben wir aber erstmal das Ding gemeinsam in Auftrag, das haben wir uns verdient. Dann haben wir auf jeden Fall unsere Main-Waffen, die ich mir rausgesucht habe, für den Spieldurchgang aufgewertet, ne? Sehr schön. Und dann schmeiße ich jetzt auch gleich die anderen Sachen wieder raus. Und dann sind wir sauber und dann können wir los. So, Pumpkin. Halt, Pumpkin schüttelt mir mit Pü. Pumpkin.
Wird gefertigt, 4 Minuten 35. Ja, ist natürlich, wir werden wahrscheinlich dann spät abends erst ankommen beim dritten Händler, ne? Ja, jetzt gucken wir mal, ich lasse die mal laufen. Müsste jetzt normalerweise soweit durchgelaufen sein. Ich bin gespannt. Viel habe ich nicht geschafft. Aber ich habe es halt auch aufgewertet wie ein Wilder. Trotz allem werden wir das zur nächsten Horde Nacht fertig haben. Schubser lasse ich hier, den brauche ich eigentlich nicht. Habe ich noch Mats? Habe ich jetzt wieder rausgeräumt. Machen wir dann alles am Mittwoch. So, dann schauen wir jetzt gleich mal, was auf uns wartet heute, ne? Pass auf, ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz den da. Meine Kohle nochmal rüber und alles, was ich tatsächlich nachher im Handy gebe. Pumpgun, ne? Dann lassen wir unsere Dings da. Oder nehmen wir beide Waffen mit, aber dann habe ich zu viele Inventarslots voll, ne? Nix, wir werden das so machen, wie wir eingestiegen sind in die Staffel. Knüppeln und pumpen. Knüppeln und pumpen. Okay, 30 Sekunden, sehr gut. Dann mache ich hier mal ganz kurz einen Umswitcher. Ihr bleibt da. Ihr geht mit. Na, ist das schon mal erledigt. Dann lasse ich meine Waffe da, nehme die neue mit. Ist das auch erledigt? Dann haben wir hier nochmal ganz kleines bisschen Rohstoffe übrig. Das Glas mache ich jetzt mal hier mit rein. Das geben wir jetzt gleich ab. Dann sortiere ich mich hier auf. Perfekt. Und die letzten Sekunden. Der Countdown. 5, 4, 3, 2. Ich freue mich so sehr auf die Waffe. Und Parenga und Katsenga. Fünfer. So, meine Lieben, dann gehen wir los, oder? Fahren wir in die dritte Siedlung rüber. Ich müsste allerdings, wir fahren hier mal gemeinsam raus. Ich werde einen kleinen Streifzug durch die Siedlungen machen, einfach um zu gucken, ob wir unterwegs nochmal Gärten finden. Ist auch immer schön, weil ich nämlich dann meistens von euch noch einen Hinweis lese, ne? Deswegen, die mittlere Siedlung, da werden wir vielleicht kurz beim Händler einkehren. Und ich hole euch jetzt gleich wieder rein, wenn ich in die zweite Siedlung rein soll. Dann guckt da mal mit, ob wir irgendwo Blaubeerchen haben, die ich ernten kann, ne? Ich glaube aber, der Hinweis in den Kommis war auf die dritte Siedlung gemünzt. Jetzt freue ich mich. Jetzt geht's auf Richtung. Bin ich auf dem richtigen Weg? Jupp. Richtung Schneebiom. Alles klar, wir haben ein bisschen friert heute Nacht. Aber wir haben ja einen Kolben, der brennt. Hier schauen wir jetzt einfach mal rechts und links. Wir sind in der mittleren Siedlung. Ob da irgendwo dieser Brunnen ist mit den tollen Gärten. Ich würde dann nur die Blaubeerchen erstmal holen. Aber falls wir den finden sollten. Da ist es doch, das Gelände hier, oder? War doch das, Leute. Ich glaube, das ist es. Dann haben wir zwei. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, was hier so rumsteht, ne? Heidelbeerpflanze. Jo, alles klar. Fünf Stück brauchst du für einen Durchgang. Komm, ich saus das hier kurz ab. Dann machen wir uns hier eine Markierung. Machen wir uns hier eine Markierung. Wegpunkt. Schreibe ich mal Bären rein, ja, ich höre gerade einen Zombie. Dann machen wir auf dem Rückweg hier auf jeden Fall noch eine Farmrunde, nehmen das alles mit, weil da stehen auch noch ein paar Yukas rum und so. Willst du den ersten Schuss heute? Ja, hat er geschrien. Also, dann mache ich hier das Single, nehme da alles mit, was da ist, ne? Habe ich es markiert und in der anderen Siedlung drüben müsste eigentlich auch noch mal eins sein. Müsste eigentlich auch noch mal eins sein. Haben wir hier eigentlich alles so überprüft, was es hier so gibt? Komm, wir fahren mal kurz zusammen 2 Meter durch. Das reicht uns ja zeitlich zum zweiten Händler, ne? Die ist bestimmt auch super, das Gebäude. Einfach mal links und rechts gucken. Schön, also Bärchenthema haben wir. Ich muss es nur noch rauskillen, ne? Dann sollte das alles erledigt sein. Hier ist das, hier ist das. Da vorne ist so eine Tiefgarage. Ach so, das war doch unsere alte Siedlung, gell? Wollen wir kurz beim Handy vorne das verkaufen gehen? Die haben wir ja schon ein bisschen durchgestöbert. Aber dass der Garten da war, habe ich nicht mehr gewusst. Komm, wir verkaufen da kurz ein paar Sachen. Beziehungsweise, ja doch, ich muss ja das Inventar auch leer basteln. Jetzt hoffe ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber da vorne links war doch das immer, gell? Und dann gehen wir in die dritte Siedlung. Dann schaue ich da auch nochmal nach. Naja. Loop dooby doo bab doo. Schöne Geschichte. So, meine Lieben, das sahen wir schon. Absteigen. Haben wir geschwind reingeschaut. Ich nehme mal alles raus. Dann gucken wir mal, was die von uns will. Die Helmlichtmod habe ich drin gelassen in dem Helm, weil wir ganz. Ich glaube, wir haben sogar welche mehrfach. So, pass auf. Generator hättest du auch. Ah, weißt du was? Ich brauche jeden zweiten, dann brauche ich den schon nicht bauen. Okay, das war das. Dann kriege ich die gar nicht komplett los, wie ich das gern gehabt hätte. Pass auf, das hier darfst du haben.
die willst du nicht, ne? Habe ich gerade schon gemerkt, dass du die nicht willst. Die darf ich auf keinen Fall hergeben. Alles klar. Ey, ja, den Generator brauche ich ja sowieso einen zweiten für die Tiefgarage später, ne? Das werde ich dann über einen zweiten steuern. Okay. Also Leute, dann geht's jetzt rüber in die andere Siedlung. Auch hier wiederum. Ich hole euch rein, wenn ich drüben bin, ne? Vielleicht nehmen wir uns eine Quest an oder so für die Nachtrunde. So machen wir das. Aber das Schneebiom müssen wir heute schon erreichen. Bis gleich. Jetzt geben wir mal unsere Quest ab. Schauen wir mal, was uns beim Händler so erwartet. Wir können ja, wenn wir dann heimfahren vom Schneegebiet, hier nochmal die Siedlung durchkrabbeln. Irgendwo hier in der Nähe war auch nochmal ein Feld, hat jemand geschrieben gehabt. Und dann würde ich da auch nochmal nach den Bärchen gucken. Dann sind wir eigentlich super aufgestellt. War das nicht sogar hier vorne? Nee, ich glaube, hier war es nicht. Aber irgendwo in der Siedlung gibt es auch nochmal Bärchen, glaube ich. So, den Generator, wir machen es folgendermaßen. Die lasse ich auch gleich hier, dass man da auf keinen Fall was verrutscht. 20.19 Uhr. Ah ja, dann kommen wir heute auch noch an. Servus, Großer. Militärhandschuhe, die würde ich nehmen wollen. Die Armbrust bringt zwar viel Geld, ich benutze nie, aber Militärhandschuhe finde ich eine coole Geschichte. Hast du irgendwelche Aufgaben? Nö. Schneebiom, habt ihr gesagt, wäre im Osten. Das wäre meiner Meinung nach die Mission hier vielleicht, ne? Die nehmen wir jetzt mal an. Gucken wir mal, ob die uns schon ins Schneebiom führt. Und dann hätten wir hier... Das war's, mehr kann ich nicht verkaufen. Weißt du was? Der da bringt ja auch nicht wirklich viel, gell? Ich zerleg den. Den da würde ich vielleicht noch verkaufen auf der Rückrunde morgen. Sehr, sehr schön. Also, das nehmen wir mit. Die Militärhandschuhe wollte ich eigentlich gleich anziehen. Nemi. Military. Ja, guck mal, die untere Reihe verbessert sich und das da oben. Bah, das, ich will gucken, dass ich ein bisschen leichter werde alles, ne? So, das verkaufen wir, wenn wir dann zurückgehen. Das verkaufen wir auch, wenn wir zurückgehen. Die Kohle, die stapel ich hier. Das fliegt jetzt schon mal raus. So, wo hat er denn jetzt gesagt, wo er will, dass ich hinfahre? Hier. Könnte eventuell sein, dass wir da schon ins Biom kommen, oder? Wir fahren mal rüber. Wir fahren mal rüber. Wir halten aber hier jetzt kurz noch die Augen auf. Für alle Fälle, ich den Garten hier nochmal wieder auftue. Schön, schön rumgeschlittert ist er. So machen wir das jetzt. Wir gehen jetzt ins östliche Biom. Kommen dort an. Und morgen machen wir dann die Lootrunde. Dann startet die Folge morgen mit der Lootrunde. Und jetzt sind wir erstmal gespannt, was wir da finden werden. War 1,2 Kilometer. Dann nehme ich uns noch ein ganz kleines bisschen raus, glaube ich, wenn wir hier aus die Siedlung raus sind. So, was ich halt immer noch hoffe, dass ich diese Baustellenmission bekomme irgendwann. Da hätte ich so Bock drauf. Und hier haben wir natürlich auch nochmal was zu tun, ne? Dieser Shooting Range oder wie die hieß, die müssen wir auch nochmal. Hier, das Gebäude. Da haben welche von euch geschrieben, ganz viele Dietriche mitnehmen. Machen wir dann natürlich. Oder soll man die heute Nachmittag? Da ist das Schneebiom. Ey, vielleicht machen wir dieses Shooting-Dings. Da, wo Machen steht. Dass wir uns da vielleicht heute Nacht durchgruscheln. Ich schau mal, welches Gebäude das ist. Willkommen im Schneegebiet. Könnte man auch morgen dann rüberfahren, wenn wir durch sind. Weil ich will ja nur Schnee schippen. Jetzt haben wir erstmal gefunden, was wir gesucht haben. Sehr gut. Wir kommen unserem Schmusi-Ziel näher. Und das hier... Ist das auch Schnee? Nee, guck mal. Hier grenzt dieses Gebiet dran. Das Verbrannte ist es, oder? Alles volles Biomeck hier. Dann ist aber die nicht im Schneegebiet. Die. Nee. Die Mission nehme ich dann nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite wäre es gerade wurscht, wo du nachts drin bist, gell? So, jetzt sind wir im Schneegebiet auf jeden Fall. Hier grenzt es an. Wäre natürlich super, ob man da Dings findet, ne? Ich habe auch keinen Kältewiderstand. Da habe ich mal überhaupt nicht dran gedacht, dass ich daheim hätte nicht ummodden sollen, ne? Sag mal, haben die den Schneefall verändert? Das sieht irgendwie viel cooler aus. Lass uns mal kurz gucken, vielleicht finden wir hier eine Siedlung oder irgendwas. Das wäre ja auch eine Geschichte, aber es ist gleich 10, gell? Boah, es ist düster hier. Weißt du was?
Wir machen das nicht. Wir machen dieses Shooting-Ding morgen Nacht. Ich habe Dietriche nämlich ganz viele dabei sogar. Mich würde natürlich schon interessieren, wo im Schneegebiet eine Siedlung ist. Aber für Schnee holen reicht es ja erstmal, ne? So, da drüben irgendwo wird bestimmt eine Straße reingehen und dann müssen wir da nochmal separat her. Ich nehme eher an, dass es uns irgendwann hinführt. So, nochmal kurz hier reinglinst. Naja, ist das super. Dreier-Mission, wir machen es nochmal anders. Wir fahren jetzt zurück. Ich hole euch gleich vorne ab an dem Machen-Spot. Und wir nehmen uns da einfach jetzt ein Gebäude und fangen schon mal an. Ich will jetzt die Folge noch nicht ausmachen, können wir noch 10 Minuten dranhängen. Wir treffen uns gleich beim Machen. Wir haben ja mittlerweile eine Synchronisation zwischen Ingame-Tagen und Folgenzahl. Das heißt, wir machen jetzt hier bis 0 Uhr und dann switche ich rüber in die nächste Folge und überleg mir, ob wir dann hier weitermachen, ob wir die Mission über Nacht machen und hier dann auf dem Rückweg fertig machen oder sowas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will einfach ein bisschen rumlooten jetzt noch. Ich wollte einfach noch nicht ausmachen, aber fahr mal die Kiste näher ran. Denk dran, es ist 22 Uhr. Da bist du nicht mehr alleine hier. So, wir können ja einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, wie groß das Gebäude ist, ne? Was ich halt nicht vergessen darf, ist, dass es 22 Uhr ist, ne? Wo klopft denn der? Die ist entriegelt. Hier ist ein Regal, aber da kann ich nichts nehmen gerade. Hier Munition. Oh, da kriegen wir bestimmt noch. Jo, es geht schon los, guck mal. Die habe ich gekauft, ne? Verstrahlte Zombies. Oh, ist auch ein Hinweis. Hallo, Spatzel. Ich grüße dir. Boah, da kriegt man wahrscheinlich einen Haufen Teile. Ich habe das Gebäude, glaube ich, auch noch nie gemacht. Da sitzt sie und streckt uns die Büchse entgegen. Die ist leer. Hier. Oi, und guck mal. Ne? Falls es uns dann doch zu kalt wird, wenn wir Schneeschippen gehen. Ja, machen wir gerade mal. Lego mio, haya muni. Machen wir gerade mal einen Anfang hier, würde ich sagen. Cool. Aber wie gesagt, wir machen es tatsächlich so, um 0 Uhr mache ich einen Cut und morgen seid ihr dann, lasst ihr euch überraschen, ob es hier noch ein bisschen weitergeht. Ich glaube nämlich fast, dass die Mission nicht ganz so wichtig für mich gerade ist. Weil hier gibt es ja, das müssen wir uns dann auch merken, wenn das resettet ist, dass man viel, oder dass wir hier vielleicht mal eine Mission bekommen, wenn wir Glück haben, ne? Schießpulver. Da, da, die, du. Sehr cool. Wobei ich schon glaube, dass das Gebäude auch noch die ein oder andere Tücke mit sich bringt. Okay, hier ist nichts. Da muss ich gleich gucken. Ich darf jetzt nur nichts vergessen, weil hier der Klamottenhaufen, der bringt auch nichts. Das bringt doch hier. Seitlich sind die dran, guck mal. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, dass es eine Tür ist. Ne? Muss ich aber hier auch nochmal gucken. Ja. Okay, dann sind wir hier durch, bis auf hier rein. Muss ich mal kurz was schauen. Es ist nach links und rechts jeweils gleich groß. Die mache ich schon mal rüber. Das haben wir vielleicht, wenn wir das hier noch öfter finden. Das wird eher so ein Einzel. Weißt du, die Einzelteile schon mal ein bisschen rausräumen zum größten Teil. So, jetzt vergeht aber die Zeit gerade. Gehen wir hier, waren wir überall drin in den Büros, gell? Dann würde ich sagen, machen wir die rechte Seite weiter. Hier ist nichts. Yeah, baby. Yeah, baby. Dann sind wir da auch schon durch. Oben geht's auch nicht durch, oder? Doch, ich muss reinlinsen. Den hast du falsch gesetzt. Da liegt auf je. Warte mal geschwind. Wie komme ich denn da ran?
so, ne? Ob die Pressspanplatten stabil sind? Ja. Sehr geil. Und? Da kriegen wir, glaube ich, richtig Muni zusammen. Hier sehe ich jetzt nichts mehr. Da hinten liegt noch was. Ich bleibe auf den Pressspanplatten, würde ich sagen, oder? Okay. Einfach durchlaufen. So. Jetzt ist es 0 Uhr, dann switche ich jetzt tatsächlich rüber in die nächste Folge. Leute, ich glaube, wir machen einfach an Ort und Stelle hier weiter. Machen wir das Gebäude fertig, scheiß mal auf die Mission, oder? Das macht gerade richtig Laune. Bisschen Nacht, dann kommen wir schön in den Tag. Machen wir das morgen fertig, das Ding. Und wir, würde ich sagen, gehen wir noch Schnee schippen, so viel wir brauchen. Und dann ist es auch schon gut. Und dann gehen wir heim und kümmern uns um die wichtigen Sachen. So machen wir das. Dann switche ich rüber. Ich wünsche euch einen schönen Start durch die Woche. Und dann sehen wir uns morgen zur gleichen Uhrzeit wieder. Und bin gespannt, ob wir hier was Cooles finden. Bis dann.